Warum eigentlich nicht von Anfang an die Leute mit einbeziehen, die am Ende auch in diesem Auto sitzen, es fühlen, es fahren und für 10, 15 Jahre auch gebrauchen? Da habt ihr es gesehen, endlich ist es raus, das finale Design des Sion. Das Solarelektroauto von Sono Motors, einem großartigen Startup aus München, ja, hier aus Deutschland. Und ich habe jetzt direkt den Gründer und Geschäftsführer Laurin Hahn im Interview, außerdem noch Mathieu Baudry. Er ist Leiter Forschung und Entwicklung der Solarintegration bei Sono Motors. Wir gehen direkt ins Gespräch und dann quetsche ich die beiden mal aus. Los geht's! Erstmal schön mit euch zu sprechen, Laurin und Mathieu. Hey! Hi! Hi! Hey, grüß dich! Mir geht's ja, Robin. Was? Mir geht's wirklich großartig, aber ich gebe das direkt zurück, weil es geht ja hier nicht um mich, sondern für euch ist es doch bestimmt ein unfassbar krasser Tag heute, oder? Ich meine, das Design, das Gesicht sozusagen, das erste Mal richtig zu zeigen. Was macht das mit euch? Ja, wir haben heute, ich glaube, einen großen Tag für Sono. Wir haben lange darauf hingearbeitet. Die Community hat auch lange darauf gewartet. Deswegen freuen wir uns ja auch. Aber ich glaube, dazu kommen wir gleich im Detail, ja? Ja. Ich sehe schon. Das ist das Schöne, ne, bei euch so. Ihr wolltet gleich irgendwie über die Inhalte reden. Bei euch geht es nicht um den ganzen Schnickschnack drumherum. Kommen wir doch direkt mal zur Sache. Mathieu Baudry ist Leiter Forschung und Entwicklung Solarintegration bei Sono Motors. Ja, auch ein Beruf, den es vorher bei dem klassischen Automobilhersteller so nicht gab. Ja. Jetzt gibt es praktisch einen neuen Beruf und wir sprechen ihn auf Englisch an, denn er hat einen wunderbaren französischen Akzent, aber auf Englisch fühlt er sich doch ein bisschen wohler. Mathieu, schön, dass du hier bist und kannst du mal ein bisschen kurz was über dich erzählen? Wo kommst du her? Wer bist du? Hi, yes, thank you very much. Well, where I come from, well, long question. Let's say I come from photovoltaic. My full background is photovoltaic and I started to work in photovoltaic in 2003, so quite a long time ago. But I always worked in photovoltaic, in very specific photovoltaic applications. So more or less every photovoltaic application except the mainstream you can see in all roof outside. So always very specific product for, I don't know, from space industry to integration of photovoltaic into GPS chip, smartphone, whatever. And this is how I end up at Sono Motors at the end. I was looking for a new challenge. After working in many different products, I wanted really to focus on the product development from beginning to the end. And this is how I ended at Sono Motors, yeah, a bit more than 1 year ago. Also, was ich wirklich genial finde und was ja jeder da draußen liebt, ist ja, dass ihr die Community in den ganzen Prozess massiv mit einbezogen habt. Ja, das ist, da seid ihr auch wirklich sehr außergewöhnlich, im Gegensatz zu wie man das sonst so von, in dem Fall, Automobilunternehmen kennt. Ja, ihr habt ja die Sitzplatzanzahl, Ladeleistung, Fahrzeugfarbe, Scheinwerfer, Infotainment, Lichter, Felgen etc. alles in der Community abstimmen lassen. Und jetzt habt ihr das Design vorgestellt und das ist jetzt nochmal bekannt geworden. Der ist nochmal größer geworden. Ja? Der hat nochmal zusätzliche Seitenfenster etc. War das jetzt aufgrund des Feedbacks der Community oder wieso sind diese Entscheidungen so getroffen worden? Ja, richtig. Wir haben in den kompletten Prozess seit Anfang an, also seit 2016 haben wir die Community eigentlich schon mit einbezogen. Und wie du schon richtig gesagt hast, in verschiedene wirklich Entwicklungs- und Designentscheidungen mit einbezogen. Und was ihr heute seht, das ist das Fahrzeug, was eigentlich von der Community weitestgehend so entschieden wurde. Das heißt, wir haben wirklich versucht, neu zu denken in der Fahrzeugentwicklung und haben gesagt, hey, warum eigentlich nicht von Anfang an die Leute mit einbeziehen, die am Ende auch in diesem Auto sitzen, es fühlen, es fahren und für 10, 15 Jahre auch gebrauchen. Ja, warum eigentlich nicht? Und dieser Grundgedanke, den haben wir ja schon ganz früh mit 2016 schon integriert gehabt und bis heute durchgezogen. Also wir haben vor kurzem erst noch die Scheinwerfer abstimmen lassen, die Felgen wollen wir noch abstimmen lassen, die Farbe davon und. Und rausgekommen ist ein Auto, was ich glaube, ich sich sehen lassen kann. Das ist wirklich wunderschön geworden, der Sion. Mir gefällt er richtig gut. Und da gab es ganz, ganz viel Feedback. Also bestes Beispiel ist davon dieses dritte Fenster. Auf den Probefahrten, ja, genau. Auf den Probefahrten haben wir immer wieder, sind wir ins Gespräch gegangen, hatten 13.000 Probefahrten und da haben sie uns ganz viele Leute gesagt, ja, super, aber hinten ein drittes Fenster wäre gut.
Also sind wir nochmal zurück in die Designschleife gegangen und haben ein drittes Fenster integriert, einfach auch zur besseren Rundumsicht, also mehr Sicherheit. Und ehrlich gesagt, finde ich, sieht es jetzt auch einfach nochmal gefälliger aus, was uns ganz wichtig war. Okay, und der ist auch größer geworden? So the car even got bigger? Richtig. Der Sirion ist nochmal größer geworden. Auch das war das Feedback. Da ging es vor allen Dingen um Beinfreiheit und mehr Komfort, was wir bei den Probefahrten gesammelt haben. Und deswegen haben wir uns entschlossen, den Sirion nochmal ein ganzes Stück länger zu machen. Er ist jetzt 4,29 lang, also 4,29 Meter. Vorher war er 4,10 Meter, 4,11 Meter lang. Das heißt, wir sind nochmal echt ein ganzes Stück länger geworden. Und ja, also das wollten wir auch immer schon haben. Uns war immer bewusst, dass wenn wir auf diese Probefahrten gehen, dass wir ganz viel Feedback erhalten und das aber auch nutzen wollen, um den Sirion so perfekt wie möglich zu machen. Wow, das ist, also muss man wirklich sagen, echt beeindruckend, weil wird ja mal oft erzählt, ne, Community kann mitentscheiden, dann können sie nachher zwischen Grün oder Blau wählen oder so, das ist dann so Fake-Community. Das wirkt bei euch schon echt sehr authentisch, muss ich echt sagen. Und so wie die ersten Rückmeldungen aus der Community, wenn man so sagt, von den Leuten zu hören sind, die eben schon mal zum Beispiel reservieren oder die euch verfolgen und das interessant finden, was ihr macht, ist ja, kommt das, glaube ich, ganz gut an. Okay, gehen wir nochmal auf eine Frage muss ich nochmal stellen, so, ist da immer noch eine Anhängerkupplung dran? Ja, die Anhängerkupplung ist nach wie vor integriert, aber wie schon immer ist sie optional. Also das ist das einzige Optionale am Sirion und wird aber weiterhin mit dem Sirion ausgeliefert. Jetzt auch eine Frage, die natürlich für Mathieu super interessant ist. Ich stelle sie erst auf Deutsch, dann nochmal so ein bisschen auf Englisch. Und zwar die Leistung der Solarzellen, nicht der Sozialzellen, aber sozial sind sie natürlich auch. Die wird immer mal wieder ein bisschen belächelt. Oder sagen mir Leute so, ja, ist ja ganz nett und so. Das machen die aber nur so, damit sie irgendwie ein cooles neues Konzept haben. Und es bringt ja gar nicht wirklich so viel. Also wie viel Reichweite kann dadurch wirklich generiert werden? So the solar cells, they seem like a cool USP, like a cool marketing thing. And some people say to me like, oh yeah, I think they are not very effective, but it's a cool, fancy marketing thing. So is it? So how much range you really get with the solar cells and how deep is the integration of this concept? Okay, so thank you for this question. We know it's a hot topic. Actually, we really took into account many parameters to design the car, and not only the design is done from design purpose, but also function to design. So we really designed the car to get the most effective energy electric connection from the solar cell. So the numbers, because this is what you ask at the end. If we consider Munich in a sunny day, we can have up to 34 kilometers in Munich, which is a bit more than what we had announced at the beginning. And it comes basically also because the car is slightly bigger, so we have a bit more solar cells, so it's direct effect. But also important is that in this car, on this design now, we really took into account not only Munich and not only Germany, but full Europe. Because if we want to sell the car in whole Europe, meaning we need a car efficient also in Northern Germany or North Europe, but also in South Europe. And this is really all the parameter we took into account to also design the car, to choose the right angles, the right number of solar cells, together with all we have inside and what you cannot see on the video, obviously all the electronics, managing the photovoltaic, etc., etc. Okay, und jetzt ist es ja so, also mir ist kein massentaugliches Auto bekannt oder das irgendwie in größeren Volumen hergestellt wird, dass das schon mal vorher gemacht haben. So I don't know any car who did like kind of this thing before for like a kind of like mass market car. So wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr da spezielle Techniken entwickelt? Da musstet ihr ja wirklich Neuland betreten und Dinge, Probleme lösen, Herausforderungen lösen, die es ja vorher vielleicht gar noch nicht so gab. Im Gegensatz zu anderen Bereichen, wo ihr ja auf bekannte Geschichten schon mal zurückgreift. So how hard was it to integrate the solar cells that it feels good, that it looks good also from a design perspective, but it even functions? So you created some new technology, or how can we think about that? So it was not, let's say, an easy decision. If you look at the market, really, you can see some people propose some solar roof for cars, but they are all made of glass. Obviously, glass is really cool to have on the roof, but you cannot have it everywhere on the car.
We had very an in-depth look on everything available on the market, and at the end we decided to create our own technology coming from both industrial world, let's say. From the automotive industry, we had a lot of suppliers in the company, and we looked with them how we can create something very close to what they do normally in the automotive industry. And I'm coming from the photovoltaic industry, photovoltaic module development. And then we put in contact these two industries. We found the right partner. We created really a consortium with several partners, and we created a new product really from scratch. It was risky, but a lot of fun, I would say. Ja, vielleicht ein kleiner Kommentar dazu. Unser größtes Ziel war eigentlich, die Solarzellen so gut wie möglich zu integrieren in das Fahrzeug, sodass ich sie eigentlich nicht mehr sehe. Das war das höchste Ziel, was wir hatten, dass ich eigentlich nicht erkennen kann, dass es ein Solarauto ist, sondern eigentlich ein ganz normales Fahrzeug und es steht auf einer Straße und es lädt sich selbstständig auf. Das war immer dieser Grundgedanke des Sions, den wir versucht haben auch umzusetzen und ich glaube eben Mathieu mit seinem Team erfolgreich geschafft haben umzusetzen. Das war immer dieses höchste Ziel und daran haben wir jetzt was 2,5 Jahre gearbeitet, das umzusetzen und ich glaube, das sind jetzt die Ergebnisse, die ihr auch auf den Fotos und Videos seht, die jetzt im Netz rumschwirren. Ja. Man sieht die Solarzellen so gut wie gar nicht mehr. Ja, yeah. Obviously we need to see it. I mean, they need to see the light, but that was this compromise between you can see it when you're very close, but just step back 2-3 meter and you see almost nothing. It's completely black, black matte car. Really integrated. That was not easy, but I must say, yeah, that was a good moment with the designer. Okay, das hört sich an, als ob ihr euch da viele Gedanken dazu gemacht habt. Was wir ja schon in einem der Videos hier geklärt haben, die wir zusammen gemacht haben, für alle, die jetzt nochmal zuschauen, ist natürlich auch, das kann ich ja, oder korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, wenn da zum Beispiel mal, das war ja auch so eine Angst, da mal seitlich dann wirklich mal ein kleiner Crash kommt und dann zum Beispiel die Tür ein bisschen kaputt geht, die ausgetauscht werden muss, sind das jetzt nicht exorbitante Kosten, die da auf einen zukommen, sondern da seid ihr in einem normalen Preisbereich, ja? Richtig, also was wir da versucht haben oder was wir auch erreicht haben, ist eigentlich, dass wir auf einem ähnlichen Preislevel sind wie die Fahrzeuglackierung. Also wenn ich einen Kratzer in meinem Lack habe, dann muss ich das abschleifen, neu grundieren und dann neu lackieren und mit einem Klarlack drüber. Ein unglaublich aufwendiger Prozess, der auch sehr viel kostet. Jeder, der mal einen Kratzer drin hat oder den ausbessern hat lassen, weiß, was das kosten kann. Und unser Ziel war es eben zu ähnlichen Kosten ein ganzes Modul austauschen zu können. Das heißt, habe ich wirklich mal einen großen Schaden, ich sage mal einen Crash, Seitenimpact oder was, dann kann ich ein ganzes Modul einfach austauschen. Hingegen aber Parkrempler zum Beispiel sind keinerlei Probleme mehr. Das ist das Schöne, weil es eben auf Polymerbasis ist und ich damit eine größere Flexibilität habe als jetzt ein Lack, der hochempfindlich ist. Mhm. Davon habe ich einige hier in Berlin von den Parkremplern. Ja, Mathieu? Ja, yeah, if I can add just a comment. The advantage also of the polymer body panel we have on the car is that just imagine normally you scratch your car, you scratch the paint, you get a risk of the car getting rust and then you need to repair it, obviously, and more in winter in Munich, just imagine with all the snow and everything. In our case, I mean, the color is in the polymer itself. You can scratch the car, it will still be black. No problem at all. This is why at the end, it's a complete different, let's say, you don't have the body painting. If you scratch the car, you can choose to keep it like that. You don't, this is no risk for the car. Yeah. And at the end, this is less, let's say, money you have to put in the car to maintain the car. Okay, so und jetzt habe ich ja auch nochmal Laurin hier. Du bist ja hier auch nicht nur Gründer, einer der drei Gründer, sondern auch noch Geschäftsführer. Jetzt kannst du mir doch mal erzählen, im Design, jetzt haben wir ja ein bisschen über Solarzellen und die Integration gesprochen, ist ja nicht alles. Erzähl doch mal, was waren jetzt wirklich die Herausforderungen auf dem Weg zum finalen Design? Was war so das Schwierigste? Die schwierigsten Punkte. Ich sag mal, alle Themen zusammenzubringen. Einerseits den Input und Feedback von der Community. Ja, da gab es ja unglaublich viele Ideen. Wir haben versucht, so viele wie möglich zu integrieren. Gleichzeitig aber auch natürlich das Thema Kosten, Cost-Target, gleichzeitig aber auch mit den Carry-Over-Parts zu integrieren. Bei Carry-Over-Parts ist normal das Thema, ich habe Teile, die ich integrieren muss. Ja, kann Mathieu auch davon ein Lied singen. Teile, die ich integrieren muss. Und die sind natürlich, die kann ich nicht nochmal designen. Ja? Die sind dann so fix so und wenn ich die integriere, muss ich quasi drumherum designen. Das heißt, die Schwierigkeit, die wir hatten, ist eigentlich alle diese drei Themen zusammenzubringen, um am Ende ein Design rauszukriegen, was jedem gefällt. Und jeder sagt so, wow, das sieht gut aus, den kaufe ich mir.
Und das war so ein bisschen unser Ziel und ich hoffe, wir konnten das erreichen. Ja. Das müssen nachher die anderen alle entscheiden. Aus meiner Sicht habt ihr das, glaube ich, ganz gut gemacht. Ohne da jetzt zu viel mich in irgendeine Richtung zu lehnen. Ich versuche ja immer ein bisschen neutral zu bleiben, trotz aller Euphorie. Okay, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also zum einen irgendwie alle Wünsche zu erfüllen, weil da kommt immer, mach doch noch das, mach doch noch das, mach doch noch das. Und auf der anderen Seite will man ja auch nicht, dass der Preis völlig explodiert, sondern immer diese Balance finden, ne? Das, oh Gott, also ich glaube, da kann sich keiner so wirklich, der jetzt zuschaut, da reinversetzen. Aber vielleicht kann man sich mal so ein bisschen in die Richtung denken, ja, um da mal zu verstehen, vor welchen Herausforderungen ihr eigentlich immer so steht. Mhm. Man kann wirklich sagen, es waren wirklich wir haben Vollgas gegeben die letzten Monate. Es war wirklich harte Arbeit. Das gesamte Technikteam, das Designteam, die haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Und jetzt ist das Ergebnis, die Ernte. Der Saat, die wir da eben die letzten Monate gesehen haben. Ja. Okay, ja, dann hast du jetzt zwar schon die Vergangenheit angesprochen, dann möchte ich als letztes nochmal die Zukunft ansprechen. Was passiert denn jetzt als nächstes? Was kommt denn jetzt als nächstes? Worauf können wir uns freuen? Du musst ja, klar, sagst du jetzt nicht an welchem Datum oder sowas, aber so, wenn man mal so die Perspektive betrachtet, was sind so die nächsten wichtigsten Schritte jetzt? Ja, es steht ja noch aus das Interior-Design. Das haben wir uns absichtlich aufgehoben, um da auch ein bisschen die Spannung zu halten. Das kommt auch noch, das wird kommen. Dann gibt es das lange und große Thema Auftragsfertiger. Wir haben das natürlich nicht vergessen, sondern wir werden das auch in einer genauen Kommunikationsstrategie bei gegebener Zeit dann bekannt geben. Da werden jetzt natürlich wieder einige sagen, das habt ihr doch schon sehr lange versprochen. Das stimmt. Das stimmt, wir haben schon vor geraumer Zeit oder vor langer Zeit mal gesagt, wir geben den Auftragsfertiger bekannt. Aber wir haben uns jetzt genau entschieden, dass wir einen genauen Kommunikationsplan haben und wann wir den dann bekannt geben werden. Was gibt es noch? Dann gibt es natürlich Prototypen, dann gibt es Aufbau der Serienproduktion. Diese ganzen Themen werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da kommuniziert werden und auch die Community wirklich nah am Ball gehalten werden. Ich glaube, da haben wir jetzt immer mehr und mehr finale Tatsachen, die wir jetzt rausgeben können. Und ich glaube, jetzt sie sehen es auch die Menschen. Ja, also viele haben uns ja noch vor langer Zeit oder vor kurzer Zeit immer noch gesagt, hey, gib doch mal mehr Informationen bekannt und. Da möchte ich noch mal ein kurzes Wort dazu sagen. Völlig, ich verstehe das. Ich würde am liebsten alles gleich preisgeben. Aber natürlich ist es so, dass du genau abstimmen musst, auch mit Partnern. Wie kommunizierst du, was kommunizierst du? Und dann kannst du natürlich auch nicht alles gleichzeitig bekannt geben. Ist ja ganz klar. Und deswegen haben wir uns entschieden, das sukzessive bekannt zu geben. Und sowas bedarf ja auch immer unglaublich viel Vorbereitungszeit. Also ich meine, diese Design-Bekanntgabe, das planen wir jetzt schon sehr lang. Sowas kann man nicht einfach von heute bis morgen bekannt geben. Das heißt, an alle da draußen nochmal danke für die Geduld. Ich hoffe, ihr seht, dass wir euch nicht enttäuschen und dass wir unser Wort halten und eben sukzessive jetzt alle Details und alle Fakten zum Sion bekannt geben. Super, dann möchte ich dir jetzt da gar nicht mehr weiter ins Wort fallen, sondern das einfach so stehen lassen. Lieben Dank dir, Laurin, vielen lieben Dank, thank you very much, Mathieu, für diese schönen Einblicke, für diese ehrlichen Worte. Und ich hoffe, alle Zuschauer, die wissen es zu schätzen, dass jetzt mal wieder neue Infos raus sind und weitere Infos, geduldet euch, die kommen dann, wenn es auch wirklich soweit ist, dass man was drüber reden kann. Ja? Sehr schön. Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen Dank dir. Danke, Robin. Ciao. Tschüss. Ciao. Das waren Laurin und Mathieu von Sono Motors. Ja, ich weiß, ihr habt euch noch mehr Informationen gewünscht und ich bin doch auch ganz heiß auf weitere Infos, aber ihr habt doch Laurin gehört. Es geht ja immer nicht alles so, wie man sich's wünscht. Stück für Stück. Und wenn ihr keine News mehr rund um Sono Motors verpassen wollt, dann müsst ihr am besten auch diesen Kanal abonnieren. Natürlich schaut ihr auch bei Sono auf der Webseite und auf den Kanälen vorbei. Aber auch hier den Kanal rechts unten kostenlos abonnieren. Und hier bekommt ihr bei Robin TV exklusive, spannende, neue Informationen zu Sono Motors. Ich freue mich, wenn ihr auch in Zukunft wieder dabei seid. Und ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich, aber ich möchte es nochmal dazu sagen, wenn ihr jetzt nochmal Fragen habt, Rückmeldung, Feedback,
vielleicht was ich auch beim nächsten Mal anders, besser machen kann. Da habt ihr bestimmt ein paar gute Ideen. Dann schreibt das doch unterhalb des Videos in die Kommentare. Aber nochmal eine Info dazu, ja? Man kann eben nicht alle Infos, ich weiß, ne, aber immer sofort raushauen. Ja, als Unternehmen, bitte versteht ihr auch ein bisschen. Und ihr könnt euch auch darauf verlassen, ich bin immer dabei. Ich schreibe regelmäßig E-Mails und wir sind regelmäßig im Austausch miteinander, gemeinsam mit Sono Motors und überlegen gemeinsam, wann, wie, wo neue Informationen für euch veröffentlicht werden können. Also, bleibt dran. Ich freue mich auf euch.